Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute geht es um das Thema unseres Gesundheitswesens. Wie schauen wir eigentlich auf unser Gesundheitswesen? Schauen wir immer nur die Krankheiten an oder schauen wir auch mal auf die Gesundheit? Dieses Thema der Prävention, der richtigen Sichtweise, möchte ich heute mit dem Chefarzt besprechen von der Paramed in Baar. Und das ist mir eine ganz große Ehre und Freude. Und ich bin auch sehr dankbar, dass du wieder da bist. Ja, gern geschehen. Herzlich willkommen, lieber Dr. Med Simon Feldhaus. Jetzt habe ich's. So, ich möchte vielleicht den Anfang über Viren und Erkrankungen ansetzen. Mhm. Hier haben wir im Moment auch in dieser ganzen Corona-Phase drin natürlich den unglaublichen Fokus aufs Problem. Mhm. Ja, dein Ansatz ist aber als Mediziner ein ganz, ganz anderer. Ja, also das ist eigentlich auch ein schönes, wenn auch schwieriges Beispiel, die aktuelle Situation mit dem Coronavirus, welche unterschiedlichen Sichtweisen es gibt. Und das, da gibt es jetzt nicht richtig falsch, es ist nur eine Frage, wie man damit umgeht. Das eine ist die Sichtweise der letztendlich des Feindes, des Gegners oder der Krankheit. Also da kommt ein Virus und der macht mich jetzt krank. Ja. Oder ich habe einen Herzinfarkt, also die Krankheit. So, und die andere Sicht der Dinge ist, da ist noch ein Mensch, der jetzt das hat, einen Herzinfarkt, oder der ist von dem Coronavirus krank geworden. Und tatsächlich ist es so, dass sich die Schulmedizin entwickelt hat in die sogenannte Pathogenese, also in die Sicht der Krankheit. Also es gibt einen Herzinfarkt und es gibt diesen Virus und den muss ich jetzt irgendwie wegmachen. Und der zweite Punkt, das ist die sogenannte Salutogenese. Wie kriege ich wieder gesund hin oder wie bleibe ich gesund? Noch viel besser, ich werde gar nicht erst krank. Mhm. Und diese Diskrepanz hat sich leider in der Entwicklung der Schulmedizin deutlich gespalten, dass fast nur noch in die Pathogenetik geschaut wird und die Salutogenetik ausfällt. Oder jetzt banal ausgedrückt, die eine Variante ist, ich muss jetzt unbedingt was machen gegen diesen Virus, sei das jetzt Impfung oder sonst irgendwas. Und dabei geht ein bisschen verloren, für mich sogar sehr viel verloren. Was müsste ich eigentlich tun, damit ich den Virus gar nicht kriege, ohne Impfung? Also eine Impfung hilft ja auch, dass ich den Virus irgendwie nicht kriege. Aber was kann ich selber tun, um das auch nicht zu kriegen? Also was sind meine eigenen Möglichkeiten, um meine Ressourcen zu nutzen? Oder eben auch, was muss ich tun, um eben keinen Herzinfarkt zu bekommen, anstatt ich habe den jetzt und muss dann alles tun, damit ich nicht dran sterbe oder so, wäre es viel intelligenter, ich hätte erst gar keinen bekommen. Also was tut man mal? Man kann das natürlich auch ganz banal unter dem Begriff Prävention beschreiben. Also Prävention heißt, ich schütze vor. Und das ist leider eines der großen Kritikpunkte unseres modernen Gesundheitssystems, dass die präventiven Ideen irgendwie nichts mehr wert sind, real auch fast nicht mehr bezahlt werden, wenn man ganz wenige Krebspräventionen wie Brustkrebs-Screening oder Prostata- oder Darmkrebs-Screening, das wird ja noch bezahlt. Mhm. Aber andere präventive Geschichten sind ja praktisch von der Erstattung ausgeschlossen worden. Aber eigentlich müsste diese Salutogenese eigentlich vom Volk aus betrieben werden. Also eigentlich müsste ich mir ja selbst bewusst sein, dass ich das machen muss. Ich meine, ich gehe zum Arzt, nur wenn ich ein Problem habe. Mhm. Aber niemand betreibt eigentlich diese Salutogenese. Ja. Also das ist auch so. Das ist jetzt nicht aus meiner Sicht auch primäre Aufgabe der Politik sozusagen. Da wäre für mich die Aufgabe, dass die Politik das stützen und unterstützen müsste. Aber es muss gemacht werden und es muss kommen aus dem einzelnen individuellen Bewusstsein heraus. Ich bin für mich verantwortlich, für meine Gesundheit, für mein Leben. Mhm. Also muss ich was dafür tun, dass ich gesund bleibe und nicht darauf hoffen, dass da irgendwelche Systeme, Gesundheitssysteme oder sonst jemand, das dann für mich übernimmt. Mhm. Die müssen mir vielleicht in bestimmten Situationen helfen, das ist klar, mit Wissen oder mit Maßnahmen. Aber grundsätzlich muss es mein Bestreben sein, ich tue das. Und da leben wir halt, muss man schon ganz ehrlich sein, in einer Zeit, wo das bei vielen Menschen so ein bisschen verloren gegangen ist. Und man hat doch vielleicht so das Prinzip der Versicherung nicht ganz verstanden. Also eine Krankenversicherung ist eine Versicherung gegen eine Krankheit, die eigentlich optimalerweise nicht gebräucht würde. Ja. Es scheint manchmal so, dass in Teilen oder in der Bevölkerung so ein bisschen die Idee eines Kontos entstanden ist. Ich zahle da pro Monat einen bestimmten Betrag ein. Also darf ich auch wieder was holen. Und den habe ich gefälligst am Ende des Jahres wieder zurückzukriegen, weil ich habe den ja bezahlt. Hallo, dann, das heißt, ich will dann eine Leistung, tu mal was, ich habe dafür bezahlt. Das wäre wie, ich habe fürs Auto eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen und am Ende des Jahres fahre ich schnell mit dem Auto gegen die Wand, damit ich das reparieren kann, um das Geld wieder zu bekommen. Das ist wie die Vollkasko, gell? So, das. Das ist schon noch so ein Thema, wo man auch sagen muss, da gehört jeder Einzelne auch ins Gebet genommen. Man muss auch selber Verantwortung übernehmen.
für sich und seine Gesundheit was zu tun. Ja. Aber ist ja das ganze Fundament eigentlich nicht mehr so korrekt? Ich weiß ja noch von der Geschichte her, in China war ein Mediziner da, um das ganze Volk gesund zu halten. Und heute ist es ja eigentlich anders, oder? Ja, das ist ein schönes Beispiel. In der alten Medizin, auch Chinas, gibt es immer noch, da wird der Arzt nach den Nichtpatienten bezahlt. Also wenn der Dorfarzt, je weniger kranke Menschen in dem Dorf sind, desto mehr Geld oder Warenwerte kriegt er. Und je mehr Kranke es hat, desto weniger. Also heißt, seine Aufgabe ist die gesunde Erhaltung. Und wenn er das gut macht, wird er gut bezahlt. Wenn er das schlecht macht, wird er schlecht bezahlt. Ist natürlich auch nicht ganz fair, weil es gibt Sachen, die kann ich ja nicht beeinflussen. Aber in der Idee her ist das vielleicht ein interessanterer Weg, als nur Krankheit zu bezahlen. Also das Gesundheitssystem der Schweiz beruht ja auf Krankheit. Das heißt, wenn es keine Kranken mehr gäbe, wären die Krankenhäuser pleite, die Ärzte pleite, die Apotheken pleite. Das ganze System finanziert sich dadurch, dass Menschen krank werden. Also wo ist der Anreiz, jemanden gesund zu machen? Ist noch ein interessanter Punkt. Ja, auch ethisch natürlich. Das einen freut, ist des anderen Leid. Immer. Ist auch ein bisschen ein krankes System. Ja. Jetzt bist du ja auch noch der Präsident des Fachverbandes zur Präventivmedizin. Ja. Jetzt reden wir gleich von diesem Wort präventiv, aber wie bringt denn ein Präventivmediziner dieses Wissen raus zu den Menschen nach Hause, die dann diese Salutogenese selber betreiben können? Das ist tatsächlich ein ganz großes Problem. Deswegen bin ich sehr dankbar auch für solche Sendungen, wie ihr sie hier macht, und dass ich da mal ein bisschen was darüber erzählen kann, weil das ist genau unser Problem. Unser Problem ist tatsächlich, wie wollen wir das den Leuten irgendwie erklären, beibringen, naheliegen? Leider ist so in den Massenmedien gibt es zwar viele Gesundheitssendungen, die aber eigentlich immer nur über Krankheiten berichten und nicht über den eigentlichen Teil. In den Zeitschriften liest man fast gar nichts. Und man muss es ja irgendwie dem Einzelnen als Information mal weitergeben, und dann müsste man es noch näher erklären. Und das ist doch unser Problem. Wir sind die Schweizer Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin und Prävention. Das ist nicht schön einfach sein, sondern gesund alt werden. Das ist Anti-Aging. Und auch wir versuchen, wie kriegen wir das der Bevölkerung irgendwo beigebracht? Wir machen es jetzt so, dass wir möglichst viele Ärzte, Apotheker oder auch Therapeuten ausbilden, damit die das Wissen weitergeben, also die Informationen besser streuen. Aber noch schöner ist es, irgendwo die einzelnen Menschen irgendwie zu erreichen. Aber das ist irgendwo eine ritterliche Aufgabe. Ich meine, letztendlich, wenn du einen gesunden Patienten hast, hast du nichts zu tun. Ja. Also in der Arztpraxis, muss man gestehen, ist das unwirtschaftlich. Das, klar, kann man sagen, deswegen wird es auch nicht bezahlt, weil es eigentlich unwirtschaftlich ist. Es ist super. Aber muss ja das zentrale Thema sein. Ja. Also das geht nur, indem man wirklich den Menschen versucht, wieder beizubringen, okay, wir gehen wieder in die Frage, gesundes Leben, was auch immer das alles heißt, was muss ich tun, wie muss ich es tun, was kann ich selber machen, wo sind Dinge, die ich mir überlegen muss, Qualität von Lebensmitteln wieder wertschätzen, dass nicht das Ei, wo 20 Rappen ist, das Ziel sein kann, sondern ein vernünftig produziertes, heißt von Hühnern in richtiger Umgebung und so, produziertes Hühnerei unter 50 Rappen ist nicht vorstellbar. Das kann nicht sein. Und wenn wir fordern, dass die Eier nur 20 Rappen kosten dürfen, dann ist das schon ein grob falscher Ansatz. Das kann ist ein nicht Kunstei sein. Dann natürlich. Dann, ich war am Februar bei eurem Kongress dabei. Ich durfte ja filmen, nochmals herzlichen Dank. Die letzte Vortragsrednerin hat mich total fasziniert. Und noch viel mehr hat mich interessiert, dass ich im Nachgang nach ihrem Vortrag mit einigen Ärzten, Therapeuten gesprochen habe. Es war auch mucksmäuschenstill, als die Dame geredet hat. Ja. Und sie hatte ein unglaubliches Thema. Sie hat nur über Ernährung gesprochen. Ja, genau. Ja. So, und da habe ich festgestellt, dass viele überhaupt keine Ahnung haben. Ja, das ist leider so. Essen tun alle, Wissen über Essen gibt es ganz wenig. Und das finde ich ganz etwas Schlimmes. Und das müsste angefangen werden. Und es beginnt in der Schule. Wenn ich sehe, was meine Töchter im Hauswirtschaftsunterricht, so heißt das ja so schön, über Kochen und Essen lernen. Meine Tochter musste Sirup herstellen. Also Wasser, Zucker, toll. Sirup vom Coop oder Mikro oder was auch immer. Das war ihre Hauptaufgabe im Hauswirtschaftsunterricht. Danach mussten sie irgendwas kochen, und es waren dann Eier aus deutschen Legehuhn-Batterien. Also es waren nicht Schweizer Bio-Eier, sondern man hat andere Qualität. Also man bringt den Kindern in dieser Altersgruppe bei, billig Schrottnahrung zu essen. Und da verstehe ich den Auftrag der Schule nicht mehr. Nein. Also da verstehe ich überhaupt nichts. Und sie ist jetzt so ein bisschen von mir geprägt, dass sie so durchaus Verständnis, also beide, dass sie Verständnis haben, was so ein bisschen Ernährung angeht und wo man drauf achten muss, Bioqualität. Für sie war das so ein schwierig vorstellbarer Ansatz, was sie da gelernt bekommen hat. Also es geht wirklich bei dem Wissen über Essen los. Welche Lebensmittel, warum, wie macht man, was sind Kriterien für
qualitativ. Und dann geht es aber noch weiter. Wie muss ich die Dinger zubereiten? Also ich habe jetzt irgendwie ein tolles Lebensmittel. Wie muss ich das so zubereiten, dass das immer noch toll ist, wenn ich es esse und nicht die Hälfte von dem Tollen in der Pfanne oder im Ofen verdampft ist, weil ich es viel zu heiß gemacht habe oder mit falschen Sachen kombiniert habe. Also es geht dann noch eine Stufe weiter im Umsetzen von dem Ganzen. Also schon das, diese Basis, da wird schon enorm viel geholfen sein, wenn wir den Menschen beibringen würden. Es ist traurig, dass man das wieder muss, aber was ist gesundes Essen, gesundes Leben, gesundes Kochen? Das ist so, ui. Und ja, wenn das ja, keine Präventionsmedizin ist, dann was dann, Sinne, oder? Und deswegen werden haben uns von der Gesellschaft was überlegt, wir werden im Herbst was sehr Spezielles machen. Wir werden zum ersten Mal einen öffentlichen Vortrag machen mit einem Spitzenkoch und einem Arzt. Habe ich schon gesehen. Und ich bin wir wollen da mal was anderes zeigen, um einfach den Menschen zu sagen, hallo, das geht, da kann man wahnsinnig tolle Sachen aus einer Kartoffel machen. Ja, ja. Und das hat auch noch wissenschaftlichen Hintergrund, ohne dass das ein wissenschaftlich gebildeter, an einer Universität studierter Mensch sein muss, sondern nur jemand, der weiß, wie man kocht und wie man aus den richtigen Sachen richtige Dinge tut. Und das kann man ja dann daheim selber umsetzen. Ziel ist ja, dass ich dann daheim in meiner Struktur die richtigen Sachen mache, das richtige Essen auswähle, ein Bewusstsein entwickle für gesundes Leben. Das ist ja nicht nur Essen, aber Essen spielt eine ganze Rolle. Ich habe bei euch auf der Homepage noch gelesen, was ihr sonst noch anbietet. Und da kam mir fast noch was Wichtigeres aufgefallen, und zwar die Poteco-Atemtherapien. Ich stelle es ja selber fest, wenn ich Messungen mache, ich sehe ja, die Menschen atmen viel zu schnell. Ja. Also sie übersäuern sogar noch beim Atmen, statt mal zu lernen, richtig zu atmen. Das ist ja auch Präventivmedizin. Ja, absolut. Also eben, das sind ganz banale Dinge. Also das ist Essen, das ist Atmen, Bewegen und so, aber eben schon allein die Atmung. Dadurch, dass wir immer mehr sitzen. Jetzt, wir sitzen hier auf absolut tollen Stühlen, weil da muss man anders sitzen, da kann man gar nicht so lange sitzen, muss man richtig gerade sitzen. Ja. Aber wo sonst? Und wenn man die Schulsitze anguckt, wo unsere Kinder drauf sitzen müssen, Katastrophe. Und dann atmet man schon mal falsch, weil man gar nicht so richtig tief atmen kann. Dann kommt das mit der Geschwindigkeit dazu. Dadurch, dass es alles so schnell ist, muss auch der Körper schneller atmen. Anstatt tiefer machen wir es einfach schneller. Und dadurch gehen uns enorme Faktoren verloren. Und dann gibt es solche Atemtechniken oder Instruktionen. Buteyko-Atmung ist eine Geschichte, die 4-6-Atmung von Herrn Schmid hier in Zürich, die ist super. Also es gibt viele verschiedene Dinge, die aber alle genau das Gleiche machen. Langsam. Also die Idee dieser Atemtechniken ist es, den Menschen wieder beizubringen, bewusster anders zu atmen, langsamer zu atmen und die Lunge anders zu nutzen als nur so, sondern so. Und ja, ganz banal, aber unglaublich effizient. Dumme ist nur, da kann man fast kein Geld mit verdienen. Also ist so, ja. Zeigt mir dir der Atmung, kannst dann selber machen. Eine Tablette geben, verdiene ich mehr mit. Also so, das ist so trotzdem, das Wichtigste überhaupt. 8000 Liter Luft am Tag, 2000 Liter Sauerstoff am Tag. Ja. Wir verbrennen vielleicht 100, 150 Liter Sauerstoff am Tag mit diesem. Und wie wir das verbrennen, ist ja eigentlich das Entscheidendste, oder? Nur das, genau. Und jetzt kommt die Zeiterscheinung. Unser ganzer Stress führt natürlich dazu, dass wir viel zu schnell atmen und eigentlich dann zusätzlich übersäuern. Genau. So, und jede Krankheit kommt aus der Säure. Ja, zumindest viele, genau. Ja, das ist ja so. Also dieses sogenannte Übersäuerungsproblematik, die muss man natürlich auch ein bisschen breiter fassen, aber in letzter Konsequenz ist es ein zentrales Thema für diese sogenannten Zivilisationskrankheiten. Also ein Schnupfen durch ein Influenza-Virus, der wird natürlich nicht mit Übersäuerung, da kommt ein Virus, aber vielleicht bin ich aber empfänglicher, weil, also dann ist es dann doch untergruppiert, vielleicht eben schon. Aber es ist so, es sind so ganz banale Sachen, das Milieu, so kann man es vielleicht ganz einfach beschreiben. Wenn das Milieu im Körper, also die Umgebungsbedingungen, eben nicht gesundheitsfreundlich, sondern krankheitsfreundlich sind, dann kriege ich schneller eine Krankheit. Und da kommt dann so eine individuelle Geschichte zu. Du neigst vielleicht aus irgendwelchen Gründen eher zu einem Herzthema und ich zu einem Leberthema oder so. Und dann kriege ich bei gleichen Ideen vielleicht eher ein Lungenthema und du kriegst das. Also da kommt natürlich eine Individualität dazu, die man nicht wegnehmen kann, weil der Mensch keine Maschine ist. Aber eben trotzdem, wenn die Basis nicht schlecht wäre, dann wäre eben das Risiko, das zu kriegen, gar nicht da. Das ist der Punkt. Ja. Was würdest denn du uns Laien oder uns Zuschauerinnen und Zuschauern empfehlen in der Präventivmedizin, worauf zu achten, also nebst dem Atmen, nebst der Ernährung, also sich damit auch mal auseinanderzusetzen, vielleicht auch noch das Thema Wasser mit einzubeziehen. Ja. Was kommt da noch sonst dazu? Es sind tatsächlich eigentlich immer wieder wirklich die gleichen Dinge, die auch schon immer wieder erzählt worden sind, die aber einfach so ein bisschen an, das ist nicht so sexy, darüber zu reden. Also es ist wirklich bewegen. Es ist richtig essen. Gut, jetzt muss man da noch einen kleinen Punkt essen. Es ist dann richtig essen und da kommt der zweite Punkt, richtig verdauen. Also kann mein Bauch
mit dem Essen überhaupt das Richtige tun? Und vielleicht muss ich erst was dafür tun, dass der Bauch mit dem Essen richtig umgeht und dann noch richtig essen. Geht es um manchmal die mangelhafte Magensäure? Die Magensäure ist ganz ein zentrales Thema. Oder natürlich und auch die Darmflora, diese Bakterien, die da drin leben. Aber eben auch zum Beispiel die Magensäure. Wenn ich keine Magensäure habe oder nicht richtig, dann wird zum Beispiel das Eiweiß nicht richtig zersetzt. Oder es kommen auch, wenn keine Säure da ist, falsche Bakterien in den Darm und. Das riecht man ja dann. Genau. Und dann die Darmflora. Und wenn das alles nicht gegeben ist, dann ist das Essen sogar sekundär, weil es gibt dieser alte Spruch, der Mensch lebt nicht von dem, was er isst, sondern nur von dem, was er verdaut. Und der ist sehr, sehr wichtig. Und wir sehen heute enorme Verdauungsprobleme dieser Art. Eben bewegen, essen, verdauen, atmen. Das ist ganz ein zentraler Punkt. Und dann Ruhe, Anti-Stress. Also das ist so dieses, wie kann ich in meinem Körper wieder regenerieren? Medizinisch sagt man diesen Strukturen Parasympathikus. Das ist der Teil vom vegetativen Nervensystem, der uns in diesen Entspannungsmodus bewegt. Mhm. Genau. Und wir leben fast nur in dem sogenannten Sympathikus. Das ist auf Englisch Fight and Flight, also Kampf, Flucht. Mhm. Und stimmt das, dass im Sympathikus praktisch keine Heilung am Körper stattfindet? Genau. Also im Prinzip, sobald der Körper sich in diesem Kampfmodus befindet, sind in letzter Konsequenz Heilung oder Regeneration, Reparaturmechanismen ausgeschaltet, weil eigentlich ist dieser Kampfmodus dafür da, Säbelzahntiger will mich fressen, ich muss mich jetzt verteidigen. Mhm. Da ist momentan relativ irrelevant, ob das hier blutet und heilen muss, weil ich muss mit dem Tier kämpfen. Ja, ja. Also schaltet der Körper genau das alles runter. Und Verdauung übrigens auch, weil WC-Gang ist keine Option beim Säbelzahntiger. Mhm. Also schaltet er den Darm ab. Jetzt habt ihr das Bild vor mir. Ja, genau. Und wenn ich also die ganze Zeit in diesem Sympathikus-Modus bin, dann geht auch die Verdauung runter. Ja. Das alles führt dann dazu. Und wenn ich das eben nicht in den Parasympathikus überführe und Atmen ist eines der wichtigsten Mechanismen, eines der einfachsten Mechanismen, in diesen Parasympathikus überzuwechseln, dann passiert genau das. Und ein zweites Thema, das geht dann in die gleiche Richtung. Wenn ich jetzt also als Fokus setze, Ernährung habe ich jetzt alles, jetzt will ich diesen Parasympathikus stärken, Bitterstoffe. Mhm. Alles, was bitter ist, ist gesund, in Maßen logischerweise wie immer. Aber grundsätzlich ist das Element bitter eines der wichtigsten Elemente. Neben dem Element sauer ist das Element bitter eines der wichtigsten Elemente, wo wir in unserer Ernährung wieder einbauen müssen. Und wir müssen die Kultur der Bitterstoffe wieder fördern. Mhm. So ganz langsam tut sich was. Mhm. Aber warum gab es in der Schweiz die grüne Fee? Den Absa. Das hat ja einen Grund. Das ist ja nicht einfach nur so, da waren irgendwelche Leute, die haben gedacht, das ist so ein, sondern das hat alles Bitterstoffwirkungen aus dem Grundwissen des Volkes. Mhm. Und das ist so ein Thema, wo wir in der Präventivmedizin versuchen, noch mehr wieder aufzubauen. Die Volksweisheit, das Volkswissen ist verloren gegangen und wird nicht mehr wertgeschätzt. Also was weiß ein Volk über Jahrzehnte bis Jahrhunderte? Und in dieser unsäglichen Evidence-Based-Medizin-Diskussion gilt ja dieses Wissen, welches aus Erfahrung und Leben besteht, als irrelevant. Und das ist ja eine größte Katastrophe, die man tun kann, dieses im Volk sitzende Wissen zu negieren, weil es keine Doppelblindstudie gibt, die beweist, dass ein Bitterstoff das und das alles tun kann, weil es sehr schwierig, einen Placebo-Versuch mit Bitterstoffen zu machen. Ich müsste also einen bitteren Stoff machen, der nicht bitter ist. Und das geht alles nicht. Also, und das sind alles so Dinge, aber das zu finanzieren, eben, oder? Gar nicht. Also deswegen so das Bittere wiederbringen, also den Menschen auch beibringen, dass es macht keinen Sinn, Zucker in die Salatsoße zu gießen, sondern das ist Essig, dann ist es sauer und dann, wenn ich was anderes mache, dann ist es halt bitter und muss das nicht mit. Also, schönes Beispiel, Kaffee. Kaffee ist extrem gesund. Schwarz. Aber nicht, wenn ich Zucker rein tue. Ja. Warum tue ich Zucker rein? Weil es bitter. Ich mag kein Bitter. Ja, aber dann muss ich keinen Kaffee trinken, da trinke ich Tee. Also so, das ist so dieses, wenn man Kaffee trinkt, dann macht man das auch, weil er bitter schmeckt. Und dann ist gut und dann ist es ein super Therapeutikum. Mhm. Mhm. Aber nicht, ja, ich will eigentlich, aber das ist bitter, will ich nicht. Also, wir müssen vielleicht auch wieder lernen, Dinge so hinzunehmen, wie die Natur es macht und nicht das Gefühl zu haben, wir Menschen stehen über der Natur. Und müssen das, alles muss so sein, wie es für mich passt. Mhm. Und vielleicht ist das einer der Gründe, der, wenn man es mal sehr grob global anschaut, vielleicht ist das einer der Gründe, warum Corona kommen musste. Dass wir wieder sensibilisierter sind auf unsere Gesundheit. Und die Natur uns zeigen muss, wer eigentlich wirklich der Boss hier im Land ist. Ich hatte kürzlich einen Arzt noch hier, der Dr. Joachim Mutter. Da gehen wir noch runter ans Feld und dann hat er einen riesen Sack voller Löwenzahn zusammengesucht. Ja. Hat mir es dann auch gegeben zum Essen. Ja. War extrem bitter, aber total lecker. Ja. Ja. Also Löwenzahnsalat ist fantastisch. Und so. Das ist, aber ist auch gestaunt. Ich habe noch eine Frage, Präventivmedizin. Wir haben so über Ernährung gesprochen. Ja. Und wenn die ausgewogen ist, ist auch Gesundheit da. Aber wie ist nach deinen Erfahrungen auch,
der Mangel an der Nahrungsmittelqualität, ja, die Mineralien, Vitamine und so weiter. Reicht es heute einfach gut zu essen oder muss man hin und wieder mal eine Blutuntersuchung machen und schauen, was fehlt? Da kommt mit Orthomolekularmedizin in den Sinn. Das ist tatsächlich leider so. Also selbst bei allem Bemühen und wenn man es wirklich sehr stringent und konsequent macht, können wir auch leider heute nicht mehr garantieren oder wissen, dass durch alleiniges Zuführen von gesunden Lebensmitteln die Bedürfnisse des Körpers erfüllt werden. Das ist tatsächlich leider nicht mehr so. Wird zwar theoretisch immer behauptet, auch in gesundheitspolitischen Diskussionen oder im Gesundheitsbericht steht immer, man braucht keine Supplementation, gesundes Essen reicht. Nur stimmt es einfach nicht, weil die Zahlen zeigen genau das Umgekehrte. Ja, Nahrungsergänzungsmittel haben keine Wirkung. Genau. Und das ist ja Unsinn, weil wir haben genau dieses Problem. Erstens, ich esse da jetzt was. Die erste Frage ist, was ist da drin? Wie viel? Nehmen wir Vitamin D. Wie viel ist Vitamin D ist jetzt in diesem Essen? Die zweite Frage ist, nachdem ich das gegessen habe, wie viel kommt dem Körper davon an? Wie viel nimmt der Körper auf? Und da kann es sein, dass dein Körper mehr aufnimmt als meiner. Mhm. Wir essen genau das Gleiche. Du hast aber mehr Vitamin D als ich. Mhm. Warum? Weil dein Körper es anders aufgenommen hat. Mhm. Und. Oder wir haben eben einfach nicht mehr genügend Lebensmittel. Ein ganz klassisches Beispiel, und das ist diskussionsfrei, das kann man messen. Unsere Ernährung der heutigen Zeit ermöglicht es uns nicht mehr genügend dieser berühmt-berüchtigten Omega-3-Fettsäuren aufzunehmen. Das ist nicht mehr nur eine Idee, das kann man beweisen, weil wenn man die Labortests macht, wir machen das bei fast jedem Patienten, wenn ein medizinisches Problem gegeben ist, die Werte sind katastrophal. Und nicht, weil die Leute alle ganz schlecht essen. Auch Leute, die sich wirklich ganz bewusst biologisch ernähren, kriegen es nicht mehr hin, bestimmte Werte zu erheben. Vitamin D ist ähnlich oder Zink. Also wir brennen eigentlich über den Omega-6-Überfluss, Brennherde, inflammatorischen Herde. Genau. Statt zu löschen, gießen wir Öl ins Feuer. Und ja, das kann man halt nur herausfinden, wenn man es mal misst, weil das blöd ist, das merkt man nicht. Also wenn ich zu wenig Vitamin D habe, das tut nicht weh oder so. Es leuchtet auch kein Leuchtlämpchen wie beim Motor auf. Ich kann das nur machen, indem ich ab und zu mal wirklich im Blut das messe und dann wird man sehen. Und wenn alles gut ist, muss ich gar nichts machen, dann braucht es auch keinerlei Ergänzungen. Aber wenn ich einen Mangel habe, dann muss ich den... Mit gemessen und in den letzten 10 Jahren zwei. Hatte genügend Omega-3. Ja, in den letzten 10 Jahren zwei. Es gibt noch Neandertaler von uns. Also es gibt noch eine ganz, ganz kleine Zahl von Menschen, die in ihrem Stoffwechsel noch den alten Neandertaler haben und wirklich aus allen Sachen selber noch Fischöl genügend herstellen können. Ist ja klar, es gibt ja immer... So diese kleinen Ausnahmen, es sind wirklich absolut lächerlich wenige. Ansonsten einfach so dann Omega-3 und D3, habe ich immer wieder gehört. Ist das auch deine Meinung? Ja, diese zwei Dinge sollte man einfach heutzutage nehmen? Mittlerweile muss man leider so sagen, wir kommen nicht mehr drum aus. Da kann man lange durch, aber es muss doch möglich sein. Es ist leider einfach nicht mehr möglich. Halt auch, weil der Verbrauch zum Beispiel höher ist. Also wenn ich sehe, wenn ein Kind von 8 bis 5 in der Schule geistige Hochleistung bringen muss, das geht ja nicht einfach weg, das muss ja irgendwie benutzt werden und für sowas braucht es auch Omega-3. Also einfach, der Körper braucht so viel Zeugs in diesen Situationen, dass das Essen gar nicht mehr auslangt, diesen Bedarf zu füllen. Das ist. Dürfen wir den Zuschauern empfehlen, D3 und Omega-3 ohne Messung zu supplementieren oder ist es immer der Weg über den Arzt? Also Omega-3 ist tatsächlich relativ harmlos. Das könnte man nur theoretisch überdosieren und da müsste ich so absurd viel Fischöl oder sowas essen, dass es überhaupt nicht möglich ist. Das kann man bedenkenlos machen. Beim Vitamin D muss man ein bisschen aufpassen. Das ist ein fettlösliches Vitamin D. Theoretisch könnte man das überdosieren. Wenn man zu lange zu falsche hohe Dosierung nimmt, könnte es eine Intoxikation geben. Das müsste zwar auch sehr abstrus verlaufen, aber theoretisch denkbar. Und daher ist es so, dass man beim Vitamin D empfiehlt, schon mal einmal im Jahr einfach mal einen Wert zu haben, dass man einfach ungefähr weiß, wo steht man da. Den kann man aber heute auch in der Apotheke machen. Man muss gar nicht unbedingt zum Arzt rennen. Den kann man über einen Tropfen Fingerblut machen. Gut, das haben wir eigentlich die Sichtweise auf die Gesundheit gelenkt und nicht mehr auf die Krankheit, sondern den Fokus total verlagert. Ja. Atmen, gescheit essen, gut kochen, gutes Wasser und dann eben Omega-3, D3. Ja. Ja. Gibt es noch etwas, was du noch ergänzen möchtest? Bewegen. Ja, bewegen. So banal es ist, da scheitert man ja selber immer höchst dran. Ja, das ist, wenn man mal über diese Gadgets misst, wie viel man sich so am Tag bewegt. Genau. Und da hatten wir noch die Krankenkassen gesagt, diese Gesundheitskasse. Ich meine, Fitnessabo wird ja teilweise bezahlt. Das ist ja ein guter Weg. Ja. Und ich habe auch eine Apothekertherapeutin hier gehabt, sagt auch das wird von der Kasse teilweise bezahlt. Ja. Nur schon das Lernen, richtig zu atmen. Ja. Also, die sind schon auf einem guten Weg. Ja, ja, es gibt schon Ideen und Angebote, wo man wirklich sagen muss, ja, da hat auch der Krankenkassenverband durchaus Ideen, die man umsetzen könnte. Die müsste man vielleicht aber noch ein bisschen mehr pushen. Also nicht nur das Abo bezahlen,
Da müsste dann aber auch noch irgendein Nachweis kommen, dass ich das Abo benutzt habe. Da muss man dann auch so ein bisschen eine Bringschuld mit einbauen. Zeig mir die Meter, die du auf dem Laufband gelaufen hast. Ah. Also nicht nur, dass man so ein Abo kriegt und ich gehe dann halt mal dreimal im Monat ein bisschen was Krafttraining machen, sondern nee, dann zeig mal, dass du auf dem Laufband auch was. Da fände ich, da dürfte auch eine gewisse Kontrollpflicht mit eingebaut werden, weil damit das auch wirklich funktioniert. Ja, cool, super. Und dann reduziert sich die Prämie nach Kilometer. Genau, sowas. Das sicher so. Punkte sammeln und dann geht's runter, ja. Herzlichen Dank, lieber Dr. Simon Dankeschön, Feldhaus. Dankeschön. Es ist immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen es, immer wieder schön zu sehen, dass es solche Ärzte einfach gibt, die der Präventionsmedizin sich verschrieben haben und einfach einen Menschen ganzheitlich betrachten als Mensch und in der Basis anfangen, hier zu agieren. Ich kann Ihnen das auch gerne empfehlen. Bitte achten Sie wirklich auf diese Dinge, die unser Arzt hier jetzt gerade Ihnen erklärt hat. Nehmen Sie die mit in Ihre eigene persönliche Gesundheitsprävention mit ein. Nehmen Sie es ernst. Denn hier ist Glück, Freude und ein langfristig gesundes Leben ziemlich sicher garantiert. Fast garantiert. Ja? Herzlichen Dank. Alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.